So schöne Christkindlmarkt dort. So oder so ein Traumplatz, von wo wir heute senden. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, und das bietet sich auch an, den Wolfgangsee zum Schauplatz von unserem heutigen Wetterquiz zu machen. Mit folgender Frage an Sie. Welcher dieser Flüsse ist kein Zufluss zum Wolfgangsee? Ist das A, der Dechselbach, B, der Kesselbach, C, der Kohlbach oder ist es D, der Zinkenbach? Sie wissen die Antwort und sind außerdem der Meinung, diese beiden Guten Morgen Österreich-Tassen passen viel besser auf Ihren Frühstückstisch als auf meinen Studiotisch. Dann jetzt schnell auf Facebook/ORF gehen, die richtige Antwort posten. Ja, und wer weiß, vielleicht stehen dann bald diese Schmuckstücke auf Ihrem Frühstückstisch zu Hause. Bis zur Auflösung dauert es jetzt aber noch eine halbe Stunde. Dafür machen wir jetzt noch einen Blick auf die Entwicklung bei den Temperaturen. Und da kommt was auf uns zu. Also heute noch einmal bis zu 28 Grad im Raum Salzburg, aber dann ein markanter Sturz bei den Temperaturen. Schon morgen geht's los und Mitte der Woche, also so Mittwoch, Donnerstag, erreichen wir dann überhaupt einen Tiefpunkt. Da klopft der Herbst an und dann gehen sich nicht recht viel mehr als 18 Grad aus, also quasi ein Sturz um 10 Grad. Aber nach jedem Bergab muss ja auch ein Bergauf kommen, zum Glück. Und somit gehen sich dann Richtung langes Wochenende wieder Sommertemperaturen aus, also da nehmen wir wieder Kurs auf Sommerwetter. Sommerwetter auch bei euch in St. Gilgen, lieber Thomas und liebe Nina. Und damit liebe Grüße zu euch und zurück zu euch beiden. In den Tagen schaut es mit Baden sehr schlecht aus. Der Sommer nimmt sich nämlich noch einmal eine Auszeit. Guten Morgen beim Wetter. Das Wichtigste vorweg, eine Wetterumstellung kommt auf uns zu. Schon jetzt gibt es erste Schauer bei Ihnen im Westen und die breiten sich dann im Laufe des Vormittags auch langsam in den Norden aus. Davon noch völlig unbeeindruckt ist aber der Südosten. Im Südburgenland zum Beispiel starten Sie noch einmal strahlend sonnig in diesen Dienstag. Am Nachmittag sollten Sie dann aber im ganzen Land mit Regenschauern rechnen, zum Teil auch mit kräftigen Gewittern. Und im Westen kühlt es auch mit dem Nordwestwind schon ab. Da gehen sich kaum mehr als 20 Grad aus. Immerhin sommerlich warm ist es aber noch einmal im Südosten mit 28 Grad heute. Haben Sie schon von Wirbelsturm Earl gehört? Der hat ja gerade in Mexiko und in der Karibik gewütet, mit Windspitzen um die 130 Kilometer pro Stunde. Und er hat dort enormen Schaden angerichtet. Allerdings war dieser Hurricane im Vergleich zu anderen Wirbelstürmen ja schon fast sanft unterwegs. Die Quizfrage zum Tag lautet nämlich, die stärkste Windböe, die je gemessen wurde, war A. 320 Kilometer pro Stunde, B. 361 Kilometer pro Stunde, C. 408 Kilometer pro Stunde oder waren es gar D. 472 Kilometer pro Stunde. Und jetzt raten Sie mal, was es zu gewinnen gibt. Sie sind noch ganz neu in der Wetterfamilie, aber schon jetzt ein Dauerbrenner. Unsere Guten Morgen Österreich Kaffeetassen. Also wenn Sie mitspielen und gewinnen wollen, dann jetzt auf Facebook/ORF gehen und mitposten. Ja, und vielleicht stehen Sie ja dann schon bald auf Ihrem Frühstückstisch. Die Auflösung wird es zeigen und jetzt widmen wir uns noch den zunehmenden Regenschauern. Man sieht sie sehr schön am Niederschlagsfilm. Die Schauer breiten sich am Nachmittag und Richtung Abends dann weiter in den Osten und in den Süden aus. Und in der Nacht sollten sie dann von Südtirol über Kärnten bis hinein in die Obersteiermark auch mit kräftigen Schauern rechnen. Auch morgen geht's dann untertags wechselhaft und kühl weiter. Also wirklich ein perfekter Tag, um sich's wieder mal drinnen gemütlich zu machen, ins Museum oder ins Kino zu gehen. Ja, draußen sollten Sie jedenfalls den Schirm griffbereit haben. Das gilt übrigens auch für euch beide, Thomas und Nina. Behaltet den Schirm auf jeden Fall schön in eurer Nähe. Den werdet ihr noch einmal brauchen. Und damit liebe Grüße zu euch nach Fuschl.